hast du dir die ganzen Schonbezüge abgenommen? Die gnädige Frau hat ja so angeordnet. Die wollen doch dieses Zimmer nicht benutzen. Doch, Fräulein Tetzmann, ich glaube wohl. Na gut. Sie sollen ruhig mal richtig ausschlafen. Aber unsere frische Morgenluft, die soll Sie begrüßen, wenn Sie kommen. Hier ist ja überhaupt kein Platz mehr. Ja, Berthe, meine Gute, du bist jetzt hier bei Frau Tessmann. Du weißt, wie schwer es mir geworden ist, mich von dir zu trennen. Ja, was soll ich denn da erst sagen, Fräulein Tessmann? Nach den vielen schönen Jahren bei Ihnen und Ihrer Schwester. Was sein muss, muss sein. Jürgen braucht dich. Heute mehr als vor 20 Jahren. Bei mir geht Fräulein Rina nicht aus dem Kopf, wie sie da liegt. Sie ist so hilflos, die Ärmste. Und jetzt mit dem neuen Mädchen. Ich werde das meiste selber tun. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ach, Fräulein Tessmann, das ist es ja nicht nur. Ich hoffe bloß, die gnädige Frau ist mit mir zufrieden. Anfangs mag das etwas schwierig sein. Aber in ein paar Tagen. Sie ist so vornehm, nimmt alles so genau. Wie sich das gehört. Tochter von General Gabler. Erinnerst du dich noch, wie oft wir sie gesehen haben, wie sie zusammen die Straße runtergeritten sind? Sie in ihrem langen schwarzen Reitkleid mit dem Hut, mit der Feder? Ja, aber ich hätte mir ja nie träumen lassen, dass sie mal mein Jörgilein heiratet. Ich auch nicht. Berthe. Du musst jetzt aufhören, ihn dein Jörgelein zu nennen. Du musst Herr Doktor sagen. Er war ja immer so intelligent. Aber mein Jörgelein im Krankenhaus. Nein, so ein Doktor ist er doch nicht.
Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Liebe Tante Juju, du bist den ganzen Weg hier rausgekommen. Und so früh am Morgen. Das du hast bestimmt nicht lange genug geschlafen. Selbstverständlich. Du bist doch gestern gut nach Hause gekommen, nicht wahr? Ja, das bin ich. Gott sei Dank. Amtsgerichtsrat Brack hat mich bis zur Tür gebracht. Ein liebenswürdiger Mann. Es tat uns so leid, dass wir dich nicht im Wagen mitnehmen konnten. Aber Hedda hatte so viel Gepäck, du hast es ja selbst gesehen. Ja, ich habe noch nie so viel Gepäck gesehen. Soll ich vielleicht reingehen und die gnädige Frau fragen, ob ich ihr helfen kann, Herr Doktor? Nein, nein, Berthe. Sie hat gesagt, wenn sie dich braucht, klingelt sie. Oh. Ist gut. Ach, Berthe. Nimm doch bitte die Tasche mit. Bring sie auf den Boden. Weißt du, was in der Tasche war? Die war bis oben hin voll mit Notizen von mir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, es ist unglaublich, auf was man alles stößt, wenn man in den Archiven rumstöbert. Du bist der echte Sohn deines Vaters. Hast bestimmt jede Minute deiner Flitterwochen ausgenutzt, mein lieber Jürgen. Das kann man wohl sagen. Aber Tante Juju, du hast ja einen Hut auf. Oh Gott, oh Gott, das ist ja fast wie früher, als du noch bei uns zu Hause gewohnt hast. Sag mal, das ist ja ein wunderschöner neuer Hut. Den habe ich extra für Hedda gekauft. Für Hedda? Damit ich sie nicht blamiere, sollten wir mal zusammen spazieren gehen. Aber du denkst immer noch an jede Kleinigkeit, nicht? Tante Juju? So, jetzt setzen wir uns mal zusammen auf das Sofa. Und unterhalten uns. Und warten auf Hedda. Ach, Jürgen, es ist so schön, dich lebendig wieder vor mir zu sehen. Und wie schön ist es, dich wiederzusehen, liebe Tante Juju. Du warst mir ja auch Vater und Mutter in einer Person. Tante Rina ist immer noch so krank, nicht wahr? Ja, das wird auch nicht wieder besser. Gott gibt's, dass ich sie noch ein Weilchen bei mir behalten darf. Besonders jetzt, wo ich nicht mehr für dich sorgen kann. Nein, nein, nein. Sag mal, hast du mir nichts zu erzählen? Du meinst von der Reise? Ja. Nein, außer was ich schon in meinen Briefen geschrieben habe. Mein Doktor natürlich in Florenz. Aber das habe ich dir schon gestern Abend erzählt. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich dachte, dass du vielleicht Aussichten hast. Natürlich habe ich Aussichten. Na also. Ja, ich werde bald Professor, denk dir. Professor. Ich glaube, ich kann sagen, dass die Ernennung so gut wie entschieden ist. Schön. Sag mal, hast du dir denn das Haus richtig angesehen? Natürlich, ich bin schon auf, seit es hell ist. Ja. Na und? Großartig. Ganz großartig. Da ist nur ein Problem. Ich weiß nicht, was wir eigentlich mit den beiden kleinen leeren Räumen neben Heddas Schlafzimmer anfangen sollen. Also dafür wird sich schon eine Verwendung finden. Ja, ja, natürlich, Tante Hugo, wie dumm von mir. Du denkst bestimmt an meine vielen Bücher, nicht wahr? Ja, ja, ich habe an deine Bücher gedacht. Ich freue mich. Besonders für Hedda. Vor unserer Verlobung hat sie oft gesagt,
Das einzige Haus, in dem sie wohnen könnte, wäre die Villa des Staatspräsidenten Falk. Und so ein Glück, dass die Villa gerade zu kaufen war, als sie auf Hochzeitsreise war. Ein großes Glück. Ja, aber sag mal, wird das alles nicht schrecklich teuer? Wie viel wird es denn kosten, meinst du? So ungefähr. Ah, das kann ich wirklich nicht sagen, bis ich die Rechnungen gesehen habe. Glücklicherweise hat Herr Brack sehr günstige Bedingungen für mich ausgehandelt. Das hat der Herr da selbst geschrieben. Mach dir keine Sorgen, mein lieber Junge. Für die Möbel und all die Teppiche habe ich Sicherheiten gegeben. Sicherheiten? Ja. Aber liebe süße Tante Juju, wie konntest du denn Sicherheiten geben? Ich habe unsere Renten verpfändet. Was eure Renten? Tante Juju, bist du verrückt geworden? Bist du verrückt? Das ist doch das Einzige, was ihr habt. Ich bitte dich. Tante Juju, aber doch nicht eure Renten. Das ist ja nur eine Formsache. Amtsgerichtsrat Brack hat das auch gesagt. Er hat das liebenswürdigerweise alles für mich arrangiert. Das mag ja sein, Tante Juju, aber doch trotzdem nicht eure Rente. Aber du wirst doch jetzt dein eigenes Gehalt haben. Ja, aber stell dir vor, ich fall um morgen auf der Straße und liege da. Ach, wer zu was Großem bestimmt ist, der fällt nicht so auf der Straße um. Die dir im Weg stehen, die fallen. Eilert Löfbock tat den tiefsten Fall. Und wenn in Gottes Namen wir schon etwas zu zahlen haben, ein, zwei Wochen den Gürtel etwas enger schnallen, das würden wir gern für dich tun. Oh, guten Morgen, guten Morgen, liebe Hedda. Guten Morgen, liebes Fräulein Tessmann. Ein so früher Besuch, wie nett von Ihnen. Hat die junge Ehefrau gut geschlafen in ihrem neuen Heim? Oh ja, danke, einigermaßen. Also, Herr, da nimm's mir nicht übel. Aber als ich aufgestanden bin, hast du wie ein Murmeltier geschlafen. Glücklicherweise ja. Man muss sich an alles Neue erst gewöhnen, Fräulein Tessmann, das dauert. Das Dienstmädchen hat die Türen aufgelassen. Hier kommt ein Meer von Sonne herein. Oh, dann mach sie zu. Nein, bitte nicht. Tessmann, Liebster, zieh die Vorhänge zu, dann ist es nicht so grell. Ja. Ja, Liebste. So, Hedda, jetzt hast du Schatten und frische Luft. Ja, frische Luft kann man ja wirklich brauchen, die vielen Blumen. Liebes Fräulein Tessmann, wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Ich wollte mich nur vergewissern, ob ihr alles habt, was ihr braucht. Jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Meine arme Schwester wartet auf mich. Grüß Sie ganz besonders von mir. Und sag ihr, ich komme später vorbei und besuch Sie. Ach ja, das sage ich ihr gern. Ach, Jürgen, mein Gedächtnis, ich habe dir was mitgebracht. Was denn, Tante Juju? Da wach's doch auf, mein lieber Junge. Wie schön. Tante Juju, du hast sie für mich aufgehoben? Hedda, ich bin ganz gerührt. Was ist es denn, Liebling? Meine Hausschuhe, Hedda. Ach, die. Du hast sie schon auf der Reise ein paar Mal erwähnt. Ja, ich habe sie sehr vermisst. Hier, Hedda, schau mal. Nein, danke. Das interessiert mich nicht besonders. Stell dir vor, die hat Tante Rina im Bett für mich gestickt, trotz ihrer furchtbaren Krankheit. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für Erinnerungen an diese Hausschuhe geknüpft sind. Für mich eigentlich nicht. Nein, da hat Hedda eigentlich recht. Wieso denn? Ich dachte, weil sie doch jetzt zur Familie gehört. Tessmann, mit diesen Dienstmädchen werden wir nicht zurechtkommen. Mit Berthe nicht zurechtkommen? Warum denn nicht, Liebling? Guck mal, sie hat ihren alten Hut einfach auf dem Stuhl liegen lassen. Aber Hedda... Stell dir vor, jemand kommt rein und sieht das. Hedda, das ist doch Tante Jujus Hut. Ach so. Allerdings ist das meiner. Und alt ist er übrigens auch nicht, Hedda Leib. Ich habe ihn mir nicht so genau angesehen, Fräulein Tessmann. Hedda ist etwas kurzsichtig, nicht? Genau gesagt trage ich ihn heute zum ersten Mal. Er ist doch sehr hübsch, richtig vornehm. Ach, nichts Besonderes. Wo ist denn mein Schirm? Ach, da ist er ja. Der gehört mir auch. Und nicht Berthe. Ein neuer Hut und ein neuer Schirm. Stell dir vor, Hedda. Sehr hübsch reizen. Nicht wahr? Aber schau dir doch mal die Hedda richtig an, bevor du gehst. Sie ist doch auch hübsch und reizend, nicht wahr?
Herr Gabler war schon immer eine Schönheit. Aber hast du auch gesehen, wie frisch und gesund sie aussieht? Sie ist auf der Reise fast pummelig geworden. Pummelig? Lass das doch bitte! Tante Gigi, in dem Kleid merkt man das nicht so richtig, aber ich habe Gelegenheit, sie... Du hast überhaupt keine Gelegenheit. Es muss wohl die Bergluft in Tirol gewesen sein. Ich bin genau, wie ich vor der Reise war. Das stimmt nicht. Ich habe doch recht, Tante Hüge, nicht wahr? Hedda ist schön. Schön, schön, schön. Gott segne und behüte dich, Hedda Tessmann. Um Jürgens Willen. Bitte. Jetzt will ich euch jeden Tag besuchen. Ja, Tante Juju, bitte, tu das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tante Juju, vielen Dank. Komm gut nach Hause und bitte sei vorsichtig. Bitte ja. Und grüß Tante Rina von mir. Guckst du dir an, Hedda? Die Blätter. Sie sind so gelb und vertrocknet. Ja, es ist ja auch September. Ja, es ist schon September. Juju war ein bisschen komisch, nicht? Fast feierlich. Du meinst, ich habe sie verletzt? Ach, das glaube ich nicht. Im ersten Moment, ja, ein bisschen, vielleicht. Aber das ist doch unmöglich. Lässt ihren Hut im Wohnzimmer rumliegen. Sowas tut man doch nicht. Tante Juju tut das auch bestimmt nicht sehr oft. Ich bringe das schon mit ihr in Ordnung. Wirklich? Hedda. Ja, du gehst doch nachher zu deinen Tanten. Dann kannst du sie für heute Abend einladen. Das tue ich sehr gern. Natürlich würde sie sich sehr freuen, wenn... Ja? Wenn du sie duzen würdest. Tu's für mich, Hedda, ja? Nein, Tessmann, nein! Das darfst du nicht von mir verlangen. Ich hab dir schon mal gesagt, ich werde mich bemühen, sie Tante zu nennen und damit basta. Aber du gehörst doch jetzt zur Familie. Ich weiß nicht. Stimmt was nicht, Hedda? Mein altes Klavier, das passt nicht zu den anderen Sachen. Ja. So wie ich mein erstes Gehalt habe, tauschen wir es gegen ein neues. Nein, nein. Ich will mich nicht davon trennen. Wir können es ins Hinterzimmer stellen und für hier ein anderes kaufen. Ja. Das können wir tun. Irgendwann, meine ich. Gestern Abend waren diese Blumen noch nicht hier. Ich komme später wieder. Rat mal, von wem? Keine Ahnung, von wem denn? Hier steht Frau Landrat Elfstedt. Frau Elfstedt? Hieß sie nicht früher Fräulein Rüsing? Ja, die immer so mit ihren Haaren angegeben hat. War die nicht eine alte Flamme von dir? Ach, das war doch nur eine Episode. Außerdem war das, bevor ich dich kennengelernt habe. Dass die gerade in der Stadt ist, komisch. Und dass sie sich bei uns meldet? Ich habe sie seit dem Lyzeum nicht mehr gesehen. Ich habe sie auch seit, weiß ich wie lange, nicht mehr gesehen. Wie sie das da oben im Norden aushält? Tessmann, er lebt doch auch irgendwo da oben. Hm? Du weißt doch, Eilert Löfborg. Ja, das stimmt. Irgendwo da oben. Gnädige Frau, die Dame von vorhin ist wieder da, die Blumen abgegeben hat. Die da. Ach ja? Dann bringen Sie sie rein. Ja, gut. Liebe Frau Elfstedt, guten Morgen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, nach so langer Zeit. Ja, wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Und wir auch nicht.
Vielen Dank für die schönen Blumen. Ach, ich wollte schon gestern Nachmittag vorbeikommen. Ich war ganz verzweifelt, als man mir sagte, dass Sie nicht da sind. Verzweifelt? Warum? Liebe Frau Rüsing, Elfstabler... Es ist doch nichts Schlimmes passiert, hoffe ich. Doch. Und ich kenne sonst niemanden hier, an den ich mich wenden könnte. Aber dann setzen Sie sich doch. Ich bin zu nervös. Doch, Sie müssen sich setzen. Kommen Sie. Ja, erzählen Sie uns, Frau. Ist bei Ihnen zu Hause was passiert? Ja. Das heißt, ja und nein. Ich hoffe, Sie werden mich nicht missverstehen. Frau Elfstedt, dann erzählen Sie uns doch am besten die ganze Geschichte. Deswegen sind Sie doch gekommen, nicht wahr? Ja, das ist es ja. Falls Sie es noch nicht wissen, Eilert Löfborg ist auch hier. Löfborg Eilert ist zurück. Hörst du, Herr Dach? Ja, natürlich höre ich. Er ist schon seit einer Woche hier. Eine ganze Woche in dieser Stadt alleine, unter all diesen widerlichen Leuten hier. Aber, liebe Frau Elfstedt, warum regen Sie sich denn darüber auf? Er war Hauslehrer bei den Kindern. Ach, bei Ihren Kindern? Nein, bei den Kindern von meinem Mann. Ich habe keine. Ach so. Bei Ihren Stiefkindern? Ja. War er denn für so eine Stellung, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, war er denn zuverlässig genug, Sie verstehen, was ich meine? Die letzten 2-3 Jahre hat er ein vorbildliches Leben geführt. Das ist ja großartig. Hast du gehört, Hedda? Ich habe es gehört. Aber trotzdem, in dieser großen Stadt und mit all dem Geld in der Tasche, ich habe schreckliche Angst, dass ihm etwas passiert. Warum ist er denn nicht bei Ihnen und Ihrem Mann geblieben? Nachdem sein Buch erschienen war, da hat er nicht mehr die Ruhe gehabt, bei uns zu bleiben. Ein Buch? Ja. Eine neue Kulturgeschichte. Sie ist vor 14 Tagen herausgekommen. Die erste Auflage ist schon fast vergriffen. Wirklich? Ach, da muss er irgendwas von früher rausgekramt haben. Nein. Er hat das ganze Buch bei uns geschrieben, im letzten Jahr. Gratuliere. Was sagst du dazu, Hedda? Wenn er nur so weitermachen würde. Haben Sie ihn schon gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe heute Morgen erst seine Adresse bekommen. Ich muss sagen, ich finde es sehr erstaunlich, dass Ihr Mann nicht selber hergekommen ist, um sich um seinen Freund zu kümmern. Ja. Nein, mein Mann hat keine Zeit. Außerdem wollte ich ja auch noch Einkäufe machen. Ach so, das ist natürlich was anderes. Bitte, Herr Tessmann, ich bitte Sie, seien Sie nett zu Eilert Löfborg, wenn er zu Ihnen kommt. Und das wird er ganz bestimmt. Ich meine, Sie waren doch mal so eng befreundet. Ja. Bitte. Bitte kümmern Sie sich ein bisschen um ihn. Herr Tessmann, das müssen Sie mir versprechen. Sehr gern, Frau Rüsing. Elfstedt. Ich werde für Eilert tun, was ich kann. Danke. Danke. Danke, mein Mann schätzt ihn, so wissen Sie. Tessmann, schreib ihm doch ein paar Zeilen. Vielleicht kommt er nicht von allein. Ja, das ist wahrscheinlich am besten. Warum nicht gleich jetzt? Haben Sie seine Adresse, Frau Elfstedt? Ja. Hier ist sie. Ja, also gut. Hedda, wo sind eigentlich meine Hausschuhe? Na, schon gut. Hier sind sie, ja. Tessmann, schreib aber einen netten Brief, einen langen. Ja, natürlich. Aber bitte schreiben Sie ihm nicht, dass ich hier gewesen bin. Nein, natürlich nicht. Liebe Frau Tessmann, jetzt muss ich wirklich gehen. Aber doch nicht so schnell. Erzählen Sie mal ein bisschen über Ihr Leben da oben. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Mit mir können Sie offen reden. Immerhin, wir waren doch mal Schulkameraden. Ja, aber Sie waren eine Klasse höher als ich. Damals hatte ich schreckliche Angst vor Ihnen. Angst vor mir? Ja, schreckliche Angst. Immer wenn wir uns auf der Treppe begegneten, haben Sie mich an den Haaren gezogen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh ja.
Und einmal haben Sie sogar gesagt, Sie würden mir das Haar abbrennen. Brennen? Ach, das war doch nur ein Witz. Ja, ja. Aber damals war ich noch so dumm und habe alles geglaubt. Ja, später haben wir uns aus den Augen verloren. Wir kamen doch aus ganz verschiedenen Kreisen. Na, dann finde ich doch, sollten wir uns ab jetzt wieder im Auge behalten. Übrigens, im Lyzeum haben wir uns geduzt. Oh nein, da irrt sie sich. Doch, bestimmt. Und jetzt wollen wir uns genauso vertrauen wie damals. So, und jetzt sagst du Hedda zu mir. Entschuldigen Sie, ich bin sowas gar nicht gewöhnt. Und ich werde dich Thora nennen, wie früher. Ich heiße Thea. Ach ja, richtig. Thea. Du bist sowas nicht gewöhnt, Thea, bei dir zu Hause? Auch wenn ich doch neun zu Hause hätte. Ich hab's mir gedacht. Ja, ja, ja. Bist du nicht zuerst als Kindermädchen zu Landrat Elfstedt gegangen? Ja. Aber seine Frau war furchtbar krank und lag meistens im Bett, so dass ich mich auch noch um den Haushalt kümmern musste. Und wann hast du ihn geheiratet? Vor 5 Jahren. Oh. Diese 5 Jahre, besonders die letzten 3. Wenn Sie wüssten, wie vor... Thea! Entschuldigung, ich werde mir Mühe geben, wenn du wüsstest... Eilert Löfbock, der war auch ungefähr 3 Jahre da oben, nicht? Eilert Löfbock, ja. Hast du ihn vorher gekannt, als du noch hier warst? Nein. Das heißt, ich kannte seinen Namen natürlich. Ach, und dann hat er euch da oben besucht? Ja, jeden Tag, um den Kindern Unterricht zu geben. Thea, sag mal, was für ein Mensch ist eigentlich dein Mann? Hm? Er gibt sich sehr viel Mühe. Ist er nicht 20 Jahre älter als du? Ja, das kommt noch dazu. Herr da. Ich halte es nicht mehr aus mit ihm. Wir haben nichts, was uns verbindet. Überhaupt nichts. Aber er hat dich doch bestimmt trotzdem gern, auf seine Art. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, er findet mich einfach nur nützlich. Ich koste ja auch nicht viel. Das ist dumm von dir. Nein, das kann auch nie anders sein bei ihm. Er liebt niemanden außer sich selbst und vielleicht die Kinder noch ein bisschen. Und Eilert Löfbock hier. Eilert Löfbock? Na ja. Wieso? Wenn er dich so weit herschickt, um ihn zu suchen. Außerdem hast du das Tessmann selbst erzählt. Ja? Na ja, das stimmt. Na gut, dann erzähle ich dir eben die ganze Geschichte. Es wird ja sowieso irgendwann rauskommen. Ich bin heimlich hergekommen. Mein Mann weiß von nichts. Er war gar nicht da, als ich abgereist bin. Hedda, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. So alleine, wie ich gewesen wäre. Da habe ich eben dann ein paar Sachen zusammengepackt und mich in den Zug gesetzt und bin hierher gefahren. Es war mutig von dir. Ich gehe nie wieder zu ihm zurück. Du meinst, du hast dein Zuhause endgültig verlassen? Ja. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. Aber was werden die Leute sagen? Das ist mir egal. Ich musste das tun. Und was hast du jetzt vor? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich da leben muss, wo Eilert Löfbock ist. Wenn ich überhaupt weiterleben soll. Thea, diese Freundschaft zwischen dir und Eilert Löfbock,
Wie hat die angefangen? Ach, weißt du, das ist so nach und nach passiert. Ich habe so eine Art Macht über ihn bekommen. So mit der Zeit. Aha. Ja, er hat seine alten Gewohnheiten aufgegeben. Nicht, weil ich das von ihm verlangt habe. Das hätte ich mich nie getraut. Wahrscheinlich hat er einfach gemerkt, dass ich sowas nicht mochte. Also hat er damit aufgehört. Na, dann hast du ja einen neuen Menschen aus ihm gemacht. Unsere kleine Thea. Er behauptet das jedenfalls. Aber weißt du, Hedda, er hat einen Menschen aus mir gemacht. Er hat mich denken gelehrt. Und so vieles andere noch. Ach, er hat ja auch Unterricht? Nein, nicht Unterricht. Aber er hat sich mit mir unterhalten über, ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, über so vieles. Und dann durfte ich mit ihm arbeiten. Oh, das war wunderbar. Das durftest du? Ja. Immer wenn er geschrieben hat, habe ich ihm geholfen. Zwei gute Kameraden. Kameraden? Oh, Hedda. Das waren genau seine Worte. Ich müsste eigentlich so glücklich sein. Aber ich kann's nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauern wird. Bist du denn so unsicher? Ja. Etwas steht zwischen Eilert Löfburg und mir. Der Schatten einer anderen Frau. Ach. Er hat gesagt, als er sie verlassen hat, hat sie versucht, ihn mit einer Pistole zu erschießen. Unsinn, sowas tut man nicht. Es muss diese rothaarige Sängerin gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Ich erinnere mich, sie soll immer eine geladene Pistole bei sich gehabt haben. Na, dann muss sie's doch gewesen sein. Aber Hedda, man sagt, sie ist wieder zurückgekommen. Sie wohnt wieder hier in der Stadt und ich bin so verzweifelt. Oh. Der Brief ist fertig. Ja, gut. Frau Elfstedt möchte auch gehen. Ich begleite Sie zur Gartentür. Da kannst du den Brief ja gleich mitnehmen. Ja, ich sage dem Dienstmädchen Bescheid. Ja, ja, so habe ich es auch gemeint. Herr Amtsgerichtsrat Brack ist da und fragt, ob die gnädige Frau und der Doktor ihn empfangen. Ja, bitten Sie ihn herein. Und noch etwas. Würden Sie bitte in die Stadt fahren und diesen Brief abgeben? Ja, gnädige Frau. Ja, bitte, Sie möchten reinkommen. Ist es gestattet, so früh am Morgen? Es ist gestattet. Oh. Sie sind immer willkommen. Mantel auf. Danke. Amtsgerichtsrat Brack. Fräulein Rösing. Oh. Sehr erfreut. Ich freue mich, Sie mal bei Tageslicht zu besichtigen, Herr Amtsgerichtsrat. Wieso? Sehe ich da anders aus? Ja, etwas jünger, finde ich. Zu liebenswürdig. Na, und wie gefällt Ihnen Hedda? Sie sieht doch großartig aus, nicht wahr? Blühend. Ach, bitte hör auf. Bedank dich lieber bei Herrn Brack für all die Mühe, die er sich gemacht hat. Ach was, das war mir doch ein Vergnügen. Sie sind ein treuer Freund. Aber meine Freundin will gehen. Sie entschuldigen mich einen Augenblick, Herr Brack. Ist Ihre Gattin mit allem zufrieden? Ja. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Das heißt, ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Ach so? Wirklich? Aber darum will sich Herr da selber kümmern. Ich wollte auch noch eine Kleinigkeit mit Ihnen besprechen, Tessmann. Ach, ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, für den Augenblick gern. Jetzt kommt das dicke Ende, nicht wahr? Ach, die Geldsachen sind nicht so wichtig. Das eilt nicht. Obwohl ich mir schon gewünscht hätte, dass wir ein wenig sparsamer vorgegangen wären. Aber mein lieber Brack, wie stellen Sie sich denn das vor? Denken Sie doch mal an Hedda, Sie kennen sie doch. Ich kann doch unmöglich von ihr verlangen, dass sie wie ein Spießer lebt. Tja, das ist ja das Problem. Naja, es kann sich ja jetzt auch nicht mehr lange hinziehen mit der Professur, nicht wahr? Ja, wissen Sie, solche Sachen dauern manchmal etwas länger. Wieso? Haben Sie was gehört? Nichts Besonderes. Aber eine Neuigkeit habe ich für Sie. Ja? Ihr alter Freund, Eilert Löfborg, ist wieder in der Stadt.
Ja, ich weiß. Und er soll sich wieder gefangen haben. Ja, wie man hört. Ich habe auch gehört, dass er ein neues Buch herausgebracht hat. Allerdings. Und das soll auch einiges Aufsehen erregt haben. Ganz ungewöhnlich viel Aufsehen. So ein begabter Kerl. Tja. Und ich dachte schon, er wäre vollkommen am Ende. Das dachten die meisten. Aber wovon will er denn jetzt leben? Mein lieber Tessmann macht sich über Gedanken darüber, wovon die Leute leben. Hedda, wir unterhalten uns hier über den armen Eilert Löfborg. Ach so. Und was ist mit ihm? Ach, er muss doch das Geld, was er geerbt hat, lange ausgegeben haben. Und er kann ja nicht jedes Jahr ein neues Buch schreiben, nicht wahr? Übrigens, ich habe ihn für heute Abend eingeladen. Ja, aber mein lieber Freund, Sie kommen doch heute zu meinem Herrenabend. Hattest du das vergessen, Tessmann? Ja, vollkommen. Naja, eins ist sicher. Hierher kommt er ganz bestimmt nicht. Wieso? Mein lieber Tessmann und auch Sie, gnädige Frau, ich muss Ihnen etwas mitteilen über... Über Eilert? Über Sie und Eilert. Ja, also, bitte. Es besteht die Möglichkeit, dass die Professur von einem Wettbewerb abhängig gemacht wird. Ein Wettbewerb? Stell dir vor, Hedda. Ach, schau mal an. Aber zwischen wem denn? Sie wollen nicht etwas sagen... Genau das, ein Wettbewerb zwischen Ihnen und Eilert Löfborg. Das ist aber doch nicht möglich. Ja, aber vielleicht findet er trotzdem statt. Nein, aber Brack! Das wäre doch mir gegenüber von einer unglaublichen Rücksichtslosigkeit, nicht wahr? Ich meine, immerhin, ich bin ein verheirateter Mann, nicht wahr? Wir haben schließlich daraufhin geheiratet, Hedda und ich. 6 Monate Italienreise, da reichte kein Stipendium, nicht hin und her. Da haben wir ein paar ganz happige Schulden gemacht, Geld von Tante Juju gebockt. Ich meine, immerhin hat man mir die Professur doch eigentlich so gut wie versprochen, nicht wahr? Ja, ja, Sie werden sie auch bestimmt bekommen. Aber nichts ohne den Wettbewerb. Wie spannend, Tessmann, ein Wettrennen. Hedda! Bitte? Wie kannst du das nur so leicht nehmen? Ganz und gar nicht. Ich bin einfach gespannt, wer gewinnen wird. Auf jeden Fall, Frau Tessmann, es ist gut, dass Sie jetzt Bescheid wissen. Ich meine, bevor Sie mit den kleinen Einkäufen anfangen, mit denen Sie, wie ich höre, drohen. Das wird daran nichts ändern. Wirklich nicht? Naja, das ist Ihre Sache. Auf Wiedersehen. Ich komme nach meinem Spaziergang vorbei und hole Sie ab. Ach, ja, entschuldigen Sie, ich bin etwas irritiert. Auf Wiedersehen, Herr Amtsgerichtsrat. Besuchen Sie uns bald wieder. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Auf Wiedersehen, lieber Brack. Und bitte, verzeihen Sie mir. Ach, Hedda, man sollte sich wirklich nicht in wilde Abenteuer stürzen. Wie du meinst du? Immerhin. Es lässt sich nicht leugnen. Es war schließlich ein Abenteuer, einfach so zu heiraten und ein Haus zu kaufen, nur auf bloße Aussichten hin. Ja, vielleicht hast du recht. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt unser Zuhause, nicht wahr? Gott, ja. Das Zuhause, von dem wir immer geträumt haben, nicht? Wir haben eine Abmachung getroffen, Tessmann. Dass wir ein offenes Haus führen. Ja, ich weiß. Und ich habe mich auch darauf gefreut, dich hier im Salon zu sehen, umgeben von lauter interessanten Leuten. Naja, vorerst wirst du es allein mit mir aushalten müssen, Hedderlein. Gelegentlich vielleicht Tante Juju einladen. Und dabei solltest du es doch eigentlich so ganz anders haben. Also wird kein Chauffeur engagiert? Chauffeur? Leider nein, können wir uns unmöglich leisten. Und das Reitpferd, das ich bekommen sollte? Reitpferd? Daran darf ich jetzt wohl nicht mal denken. Um Himmels Willen, nein. Hedda. Naja, ich habe ja immer noch eins, womit ich mir die Zeit vertreiben kann. Das ist aber schön. Was denn? Meine Pistolen, Jürgen. Die Pistolen? Die Pistolen von General Gabler. Hedda. Liebling, fass die ja nicht an, die sind gefährlich. Versprich mir das. Um meinetwillen.
Amtsgerichtsrat. Nein, nein, zielen Sie nicht auf mich mit dem Ding. Das kommt davon, wenn man die Hintertür benutzt. Sind Sie vollkommen verrückt geworden? Habe ich Sie getroffen? Jetzt hören Sie gefälligst auf mit dem Unfug. Na gut, kommen Sie rein. Treiben Sie immer noch diesen Sport? Worauf schießen Sie eigentlich? Ich schieße in den blauen Himmel. Sie gestatten, Gnädigste. Oh, ein alter Bekannter. Wo ist das Etui? Tja, was soll ich sonst tun? Haben Sie noch keinen Besuch gehabt? Nein. Ich nehme an, unsere ganzen Freunde sind noch auf dem Land. Tessmann ist auch nicht da? Nein. Sobald er seinen letzten Bissen runtergewürgt hatte, ist er schon zu seinen Tanten gelaufen. Er hat sie nicht so früh erwartet. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Wie dumm von mir. Dumm? Ja, dann wäre ich noch etwas früher gekommen. Dann wäre niemand hier gewesen. Ich war nach dem Essen in meinem Zimmer und habe mich umgezogen. Gibt es da nicht einen kleinen Spalt in der Tür, durch den man hätte verhandeln können? Den haben Sie vergessen anzubringen. Noch eine Dummheit. Also setzen wir uns und warten. Mit Tessmann wird es noch eine Weile dauern. Ja, ich bin ein geduldiger Mensch. So, jetzt können wir uns ganz gemütlich unterhalten. Na? Na? Finden Sie nicht, dass es Ewigkeiten her ist, seit wir uns zuletzt unterhalten haben? Dabei rechne ich gestern Abend und heute früh nicht dazu. Ich habe mich sehr auf Ihre Rückkehr gefreut, Frau Hedda. Ich auch. Ich habe mir vorgestellt, wie Sie sich auf Ihrer Reise großartig amüsieren. Ja, ja, das können Sie sich ja vorstellen. Tessmann hat so begeisterte Briefe geschrieben. Mein lieber Brack, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ist das Ihr Ernst? Immer und ewig zusammen mit einem und demselben Menschen. Ja, ja, von früh bis spät. Tag und... Ich habe gesagt, immer und ewig. Wie Sie wollen. Aber bei unserem guten Tessmann, der so intelligent ist, hätte ich doch mein gedacht, dass... Mein lieber Brack, Tessmann interessiert sich nur für eins, sein Fach. Stimmt. Und Leute, die sich nur für eine Sache interessieren, sind nicht besonders amüsante Reisegefährten. Nicht auf die Dauer jedenfalls. Auch nicht, wenn es der Mensch ist, den man liebt? Ach, lassen Sie mich mit diesem dämlichen Wort in Ruhe. Na nun... Frau Hedda. Hören Sie sich mal 6 Monate lang Vorträge über Kulturgeschichte an Tag und... Immer und ewig. Ja, ja. Und die brabantische Heimarbeit im Mittelalter, es ist der Gipfel. Ja, aber sagen Sie, wenn Sie das wirklich meinen, warum um Himmels Willen haben... Um Himmels Willen habe ich Jürgen Tessmann geheiratet. Ja. Finden Sie das so erstaunlich? Ja und nein, Frau Hedda. Ich hatte mich müde getanzt, Herr Amtsgerichtsrat. Meine Zeit war um. Ach nein, das sollte ich nicht sagen. Sie haben auch keinen Grund dazu. Ach, Grund, Grund. Immerhin, Jürgen Tessmann ist ein sehr anständiger Mensch, nicht? Ja. Sehr anständig, absolut solide, weiß Gott. Und lächerlich ist er ja eigentlich auch nicht, oder? Lächerlich? Nein, das würde ich auch nicht sagen. Er könnte sogar mal Karriere machen. Ich dachte, Sie glauben wie alle anderen, dass er einmal sehr berühmt wird. Ja,
Habe ich auch geglaubt. Und als er ankam und mich mit aller Gewalt um Erlaubnis bat, mich versorgen zu dürfen, habe ich nicht eingesehen, warum ich das hätte abschlagen sollen. Naja, wenn man es so betrachtet. Lieber Herr Brack, es war mehr, als meine anderen Verehrer mir zu bieten hatten. Ich kann für die anderen nicht sprechen. Was mich betrifft, so habe ich, wie Sie wissen, schon immer einen großen Respekt für die Institution der Ehe gehabt. Ich meine, als Institution, Frau Hedder. Oh, was Sie betrifft, habe ich mir nie irgendwelche Hoffnungen gemacht. Wissen Sie, was ich mir wünsche? Was ich mir wünsche, ist ein Freundeskreis, dem ich vertrauen kann, dem ich helfen kann mit gutem Rat und bei dem ich ein- und ausgehen kann als guter Freund. Vom Ehemann. Um ganz ehrlich zu sein, lieber von der Ehefrau und natürlich auch von dem Mann. Wissen Sie, so eine Art Dreieck ist eine angenehme Einrichtung für alle Beteiligten. Ja, ja. Auf der Reise habe ich mir oft einen dritten Menschen gewünscht. Diese endlosen Stunden allein im Eisenbahncoupé. Ihre Hochzeitsreise ist jetzt glücklicherweise vorbei. Ich habe noch eine lange, lange Reise vor mir. Das hier ist nur eine Haltestelle auf dem Weg. Warum steigen Sie nicht aus und vertreten sich ein bisschen die Beine? Ich steige nie aus. Wirklich nicht? Nein. Da gibt's nämlich immer einen, der... einem auf die Beine schaut, meinen Sie? Ja, genau. Aber mein Gott. Nein, nein, ich bleibe sitzen, wo ich bin. Im Zug, zu zweit. Und wenn ein Dritter in den Zug steigt? Das wäre was anderes. Ein guter Freund, der versteht. Und vielseitig und amüsant ist. Und der sich für mehr als ein Fach interessiert? Es wäre eine Erleichterung. Das Dreieck ist perfekt. Und der Zug fährt weiter. Brack, hallo. Sie schon hier, Bertha hat mir gar nichts gesagt. Ja, ich bin durch den Garten gekommen. Was hast du denn da? Ach, ein paar kunsthistorische Neuerscheinungen, die ich unbedingt brauchte. Hast du nicht schon genug Bücher über dein Fach? Meine liebe Hedda, davon kann man nicht genug haben. Man muss immer auf dem Laufenden sein. Ach so, ja. Ich habe auch Eilert Löwbrocks neues Buch gekauft. Willst du mal reingucken, Hedda? Nein, danke. Ja, vielleicht später. Ich habe auf dem Weg nach Hause drin geblättert. Und was ist Ihre Meinung als Fachmann? Ich bin so erstaunt, wie solide und ausgewogen es ist. Früher hat er nie so geschrieben. Ah ja, ich muss gleich an meine Arbeit. Ach, ich muss mich ja noch umziehen. Wir gehen doch noch nicht gleich. Nein, wir haben reichlich Zeit. Übrigens, Herr der Tante Juju wird dich heute Abend doch nicht besuchen. Nein. Ach so. Wegen dem Hut wahrscheinlich. Natürlich nicht. Tante Rina ist sehr krank. Das ist sie doch immer. Aber heute geht es ihr besonders schlecht. Ja, dann muss ich eben meine Enttäuschung überwinden. Übrigens, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich Tante Juju ist, dass du so großartig aussiehst nach der Hochzeitsreise. Oh Gott, die ewigen Tanten. Wie? Nichts. Was war denn mit dem Hut? Ach, heute Morgen hat Fräulein Tessmann ihren Hut auf dem Stuhl liegen lassen. Und ich habe so getan, als ob ich dachte, dass er dem Dienstmädchen gehört. Ja, aber liebe Frau Hedder, wie konnten Sie so etwas tun? Die arme alte Dame. Manchmal habe ich so eine Laune, nicht? Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Sie sind nicht glücklich. Das ist der Grund. Warum sollte ich glücklich sein? Sagen Sie mir einen Grund. Erstens haben Sie das Zuhause, das Sie immer wollten. Glauben Sie auch an diese Geschichte? Wieso? Stimmt sie denn nicht? Ja, zum Teil schon. Es stimmt, dass mich Tessmann letzten Sommer auf meinen Wunsch öfters abends von Gesellschaften nach Hause begleitet hat. Schade, dass ich in einer anderen Richtung wohne. Ja.
Und eines Abends kamen wir an diesem Haus vorbei und mein armer Tessmann war wieder mal verlegen, weil ihm kein Gesprächsthema einfiel. Und da tat mir der große Gelehrte leid. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Und um ihn aus seiner Qual zu befreien, sagte ich so fast ohne nachzudenken, wie gern ich in diesem Haus leben würde. Und das war alles? An dem Abend ja. Na ja, aber später. Mein Leichtsinn hatte Konsequenzen, lieber Brock, leider. Leichtsinn hat leider sehr oft Konsequenzen, Frau Hedda. Danke. Nun ja, es war unsere gemeinsame Begeisterung für die Villa des verstorbenen Staatspräsidenten Falk, die Jürgen Tessmann und mich zusammenbrachte. Ja, und dann haben wir uns verlobt und verheiratet und dann sind wir auf die Hochzeitsreise gegangen und lieber Amtsgerichtsrat, wie man sich bettet, so liegt man, hätte ich beinahe gesagt. Ist ja unglaublich. Und das Haus hat Sie überhaupt nicht interessiert? Nicht im geringsten. Naja, aber jetzt, nachdem wir es so schön für Sie eingerichtet haben. Die ganzen Zimmer stinken nach Lavendel und getrockneten Rosenblättern. Aber den Geruch hat wahrscheinlich Tante Juju mitgebracht. Nein, ich glaube, der stammt noch von der seligen Witwe des Staatspräsidenten. Es riecht nach Verwesung. Es erinnert mich an die Blumen, die man zum Ball trägt. Am nächsten Morgen. Mein Lieber, wenn Sie wüssten, wie schrecklich ich mich hier langweile. Haben Sie noch nie daran gedacht, irgendetwas zu tun? Tun? Was mich interessieren würde? Ja, wenn möglich. Was denn? Na ja, ich habe schon mal über etwas nachgedacht, aber das wäre nichts. Wer weiß, erzählen Sie es doch. Ach, zum Beispiel dachte ich, wenn ich Tessmann überreden könnte, in die Politik zu gehen. Tessmann? Nein, wirklich. Als Politiker kann ich ihn mir nicht so ganz vorstellen. Sie meinen, er hat überhaupt keine Chance, Kultussenator zu werden? Ja, wissen Sie, Frau Hedda, erstens müsste er recht wohlhabend sein. Ja, natürlich. Da hat man's wieder. Diese widerliche Armut, in die ich hier geraten bin, macht das Leben unerträglich, lächerlich. Das ist es. Ich glaube nicht, dass das das eigentliche Problem ist. Was denn? Es hat Sie im Leben noch nie etwas wirklich berührt. Ach so, jetzt kommt was Ernsthaftes. So können Sie es auch nennen. Aber vielleicht kommt es jetzt. Meinen Sie den Wettbewerb um diese dumme Professur? Das ist doch Tessmanns Sache. Ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Lassen wir das. Aber nehmen wir an, Sie würden in eine neue Situation geraten mit, um eine konventionelle Phrase zu benutzen, mit den heiligsten Pflichten, eine neue Verantwortung. Kleine Frau Hedda. Hören Sie auf, sowas wird nicht passieren. Nächstes Jahr werden wir uns noch mal drüber unterhalten, wenn nicht schon früher. Ich eigne mich nicht dafür, ich will keine Verantwortung. Aber Sie müssen doch irgendein Empfinden für die natürlichen, fraulichen... Ach, hören Sie doch auf! Manchmal denke ich, für mich gibt's nur ein natürliches Empfinden. Und das wäre, wenn ich fragen darf. Nicht zu Tode, zu langweilen, jetzt wissen Sie's. Apropos, jetzt kommt der Professor. Unsere Großeltern hätten das sicher nicht in Ordnung gefunden. Ich meine, dass Eilert Löwbrock heute hier bei dir bleibt. Immerhin, Tante Juju kommt heute Abend nicht. Aber Frau Elfstedt kommt. Und dann können wir drei zusammen eine Tasse Tee trinken. Apropos Tante Juju. Sie hat gesagt, dass ich Eilert nie trauen würde, mir in die Quere zu kommen. Dann ist ja alles in Ordnung. Danke. Gnädige Frau, der ist ein Herr, der möchte... Ja, bitten Sie ihn rein. Ja, gut. Das ist er bestimmt. Ja, bitte, Sie möchten reinkommen. Gnädige, bitte, 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 Ja, aber Eilert. Nach so vielen Jahren. Vielen Dank für deinen Brief. Guten Tag, Frau Tessmann. Ich freue mich, Herr Löwbrock. Ich weiß nicht, ob sich die beiden Herren... Amtsgerichtsrat Brack
Nicht wahr? Ja, ja, ich erinnere mich. Vor ein paar Jahren. Ja. Eilert, willst du dich nicht setzen? Ich meine, immerhin fühl dich wie zu Hause, nicht wahr, Hedda? Ich höre, du willst dich hier in der Stadt niederlassen. Ja. Das kann ich gut verstehen. Ich habe auch dein neues Buch gekauft. Aber ich habe noch keine Zeit gehabt, es zu lesen. Es lohnt sich auch nicht. Wieso? Es steht nicht viel drin. So was sagst du selber? Aber man hört doch nur Gutes. Eben. Ich habe auch nur das geschrieben, was die Leute lesen wollen. Sehr vernünftig. Die Leute hier müssen mich erst mal kennenlernen. Ja, da hast du recht. Tja. Ja, aber wenn das hier erscheint, Jürgen Tessmann, da kannst du es lesen. Das ist das eigentliche Buch. Hinter dem stehe ich. Wirklich? Das ist die Fortsetzung. Aber dies geht doch schon bis 1950. Ja, und dieses behandelt die Zukunft. Zukunft? Aber darüber wissen wir doch noch gar nicht. Das stimmt. Trotzdem lassen sich schon einige Prognosen stellen. Zum Beispiel. Das ist aber nicht deine Handschrift. Nein, ich habe es diktiert. Ich wollte dir heute Abend vielleicht ein paar Seiten daraus vorlesen. Ja, das wäre sehr interessant, Eilert. Aber gerade heute Abend ist es, weil... Ach so, ja. Ja, ja. Dann vielleicht ein anderes Mal. Ich gebe nämlich heute Abend ein kleines Diner, Herr Löwborn, für Tessmann. Ach so. Ja. Ja, da will ich nicht... Nein, Moment. Wollen Sie mir nicht die Ehre geben und dazukommen? Nein. Das geht nicht. Vielen Dank. Ach, Unsinn. Kommen Sie doch bitte. Wir sind nur ein kleiner Kreis und es wird bestimmt sehr munter, wie Frau Tessmann immer sagt. Ja, das bezweifle ich nicht. Aber trotzdem. Ja, aber Sie können doch Ihr Manuskript mitbringen und es Tessmann bei mir vorlesen, in irgendeinem anderen Zimmer. Ja, Alter, warum nicht? Tessmann, Herr Löwbock will doch partout nicht mit. Er würde bestimmt viel lieber zum Abendessen hierbleiben. Bei Ihnen, gnädige Frau. Und Frau Elfstedt. Oh. Ich habe sie heute Mittag zufällig in der Stadt getroffen. Wirklich? Ja, sie kommt heute Abend hierher. Also müssen Sie hierbleiben. Wer soll Sie sonst nach Hause bringen? Ja, da haben Sie recht, gnädige Frau. Da bleibe ich gern. Gut. Ich sage dem Dienstmädchen Bescheid. Berthe? Ja, jedenfalls. Sag mal, Eilert. Deine Vortragsreihe, wird die sich auch mit der Zukunft beschäftigen? Ja, hauptsächlich. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Tessmann. Nein, ich kann ja unmöglich von dir verlangen, dass du meinetwegen auf... Ich warte natürlich bis zu deiner Ernennung. Was? Du willst dich gar nicht erst bewerben? Nein. Ich will nur, dass die Leute wissen, wer der Bessere von uns beiden ist. Ich will dich besiegen. Ja, dann hatte ja Tante Juju recht. Hedda! Hedda! Eilert will uns nicht im Weg stehen. Uns? Das ist deine Angelegenheit. Prack, was sagen Sie denn dazu? Ich finde Ehre und Sieg, das kann ganz schön sein. Ja, vielleicht kann es das, aber trotzdem. Du siehst aus, als ob dich der Blitz getroffen hat. Ja, so fühle ich mich auch. Es war aber auch ein Gewitter, gnädige Frau, das über uns hinweggezogen ist. Meine Herren, wollen Sie nicht ein Glas kalten Punsch trinken? Ja, und dann müssen wir auch los. Herr Löwbock? Um Himmels Willen, Mann, kalter Punsch ist doch kein Gift. Gut, dann leiste ich Herrn Löwenbock so lange Gesellschaft. Sehr gut, Hedda, tu das nicht wahr. Herr Löwenbock, ich habe ein Fotoalbum. Das möchte ich Ihnen gerne zeigen, wenn es Sie interessiert. Tessmann und ich waren auf der Rückreise in Tirol. Schauen Sie, das ist die Ortlergruppe. Tessmann hat den Namen drunter geschrieben. Ortlergruppe bei Merano. Hedda Gabeler. Bitte? Hedda Gabeler. Ja, so hieß ich damals. Und jetzt und für den Rest meines Lebens soll ich lernen, nie wieder Hedda Gabeler zu sein. Ja, das müssen Sie. Hedda Gabeler verheiratet. Mit Jürgen Tessmann. Ja, so ist das. Oh, Hedda. Hedda, wie konntest du dich so wegwerfen? Bitte, das genügt. Nein.
Und das, Herr Löfbock, ist der Blick auf das Val d'Ampezzo. Liebling, wie sagtest du, heißen diese komischen Bergspitzen? Zeig mal. Ach, die. Das sind die Dolomiten. Ja, richtig. Es sind die Dolomiten, Herr Löfbock. Soll ich mit etwas zu trinken bringen? Wenigstens für dich? Ja, danke. Und ein paar Plätzchen vielleicht? Zigaretten hast du noch? Ja. Antworte mir, Hedda, wie konntest du das tun? Wenn Sie mich weiter duzen, rede ich nicht mehr mit Ihnen. Nicht mal, wenn wir allein sind? Nein. Sie können es denken, aber dürfen es nicht sagen. Ich verstehe. Sie lieben Jürgen Tessmann. Lieben? Machen Sie keine Witze. Also lieben Sie ihn nicht. Ich habe aber auch nicht vor, ihn zu betrügen. So, Hedda. Hedda, nur eins noch. Shh. Hier sind die Erfrischung. Warum schickst du nicht das Dienstmädchen? Ich bediene dich doch gern, Hedda. Herr Löfbock trinkt nicht. Aber Frau Elfstedt kommt doch gleich. Ach so, ja. Hast du das vergessen? Die Fotografien waren so interessant. Erinnerst du dich an das kleine Dorf? Am Brenner. Da haben wir übernachtet. Ja, und diese schrecklichen Leute getroffen. Ich fand sie gar nicht so schrecklich. Dir hätten sie bestimmt gefallen, Eilert. Sagen Sie mir eins, Hedda, Sie haben mich nicht geliebt. Nein. Wir waren nur gute Kameraden. Zwei richtige Freunde. Auf jeden Fall haben Sie mir alles gebeichtet. Alles. Sie wollten es so. Wenn ich zurückdenke, hatte es etwas Schönes und Faszinierendes und Mutiges, wie wir uns alles erzählt haben. Eine geheime Kameradschaft. Ja, Hedda. Ja, erinnern Sie sich, wie ich nachmittags zu Ihnen kam und der General am Fenster saß und seine Zeitung las? Mit dem Rücken zu uns. Und wir beide in der Ecke auf dem Sofa. Und blätterten immer in denselben Illustrierten. Damals hatten wir kein Fotoalbum. Ja, Hedda, ja, ich habe Ihnen Dinge über mich erzählt, die niemand anders wusste. Damals. Die Tage und Nächte, in denen ich mich bewusstlos getrunken habe und... Ach, Hedda, Sie hatten eine solche Macht über mich. Ich musste Ihnen alles sagen. Macht? Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Und diese ganzen komplizierten Fragen, die Sie mir stellten... Sie wussten aber, was sie bedeuteten. Ja, aber dass sie einfach so da sitzen konnten und mich fragen konnten. So direkt. Ich dachte, Sie sagten, dass sie kompliziert waren. Ja, aber sie haben sie so direkt gefragt. Dass sie mich fragen konnten über sowas.
Und dass Sie so antworten konnten, Herr Löfbock. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Wenn ich zurückdenke. Aber sagen Sie, Hedda, war das nicht Liebe? Als Sie mich diese Fragen gefragt haben und mich gezwungen haben, meine Sünden zu beichten, war das nicht, weil Sie... Wollten Sie mich da nicht reinwaschen? Nein, eigentlich nicht. Warum haben Sie es denn dann getan? Ach, finden Sie es so erstaunlich? Wenn ein junges Mädchen, das heimlich Gelegenheit bekommt, einen Blick in eine verbotene Welt werfen will, von deren Existenz ich eigentlich gar nichts wissen darf. Also war es Neugierde? Unter anderem, glaube ich. Also Sie haben mich nicht geliebt, Sie wollten nur etwas lernen. Aber wenn das stimmt, warum haben Sie mich weggeschickt? Das war Ihre Schuld. Sie haben mich weggeschickt? Ja. Als ich bemerkte, dass unsere Freundschaft sich zu etwas anderem entwickelte. Wie konnten Sie das Vertrauen Ihrer Kameradin so missbrauchen? Warum haben Sie es denn nicht getan? Warum haben Sie mich nicht erschossen, wie Sie gedroht haben? Ich hatte Angst vor dem Skandal. Ja, Hedda. Sie sind eigentlich ein Feigling. Ein schrecklicher Feigling, nicht ein Glück für Sie. Naja, jetzt konnten Sie sich doch bei den Elfstedts trösten. Ich weiß, was Dir Ihnen erzählt hat. Ich nehme an, Sie haben ja auch über uns erzählt. Nicht ein Wort. Sie ist zu dumm, um so etwas zu verstehen. Dumm? Ja, in solchen Sachen ist sie dumm. Und ich bin ein Feigling. Ich sage Ihnen jetzt etwas, was Sie noch nicht wissen. Ja. Dass ich Sie damals nicht erschossen habe. Ja. War nicht meine größte Feigheit an dem Abend. Hedda. Hedda Gabler. Du und ich, du. Unsere Kameradschaft, du. Du sehntest dich nach dem Leben. Nun nein, passen Sie auf, machen Sie sich keine Illusionen. Thea, komm rein, meine Liebe, komm. Du ahnst gar nicht, wie ich auf dich gewartet habe. Vielleicht sollte ich deinem Mann guten Tag sagen. Das ist nicht nötig, die beiden gehen sowieso bald. Und sie gehen weg? Ja, sie feiern heute Abend. Und sie gehen nicht mit? Nein. Herr Löfbock will uns Gesellschaft leisten. Schön hier, gell? Ja. Oh. Kommt. Ach nein, ich will zwischen euch sitzen. Wie du willst.
Ist sie nicht schön anzusehen? Oh la la, Monsieur, nur anzusehen, oh. Ja. Wir zwei, Sie und ich, wir sind richtige Kameraden. Wir haben großes Vertrauen zueinander. Wir sind ganz offen miteinander. Ja, ganz offen, Herr Löfborg. Ja. Oh, Hedda, weißt du? Weißt du, ich bin so glücklich. Stell dir vor, er sagt sogar, ich habe ihn inspiriert. Ach, wirklich? Ja. Sie hat den Mut zur Tat, Frau Tessmann. Ich und Mut? Ja, großen Mut, wenn es um meinen Kameraden geht. Ja, Mut, nicht? Wenn man den hätte. Ja, was wäre da? Na, dann könnte man vielleicht leben, trotz allem. Thea, Liebling, jetzt musst du ein Gläschen kalten Punsch trinken. Nein, danke. Ich trinke sowas nie. Und Sie, Herr Löfbock? Nein, danke, ich auch nicht. Nein, er auch nicht. Aber wenn ich's will. Ja, das ändert nichts. Oh, ich ärmste. Habe ich überhaupt keine Macht über Sie? Was das angeht, nein. Hm. Also ernsthaft, ich finde ja, Sie sollten trinken, um Ihrer selbst willen. Hätte. Warum? Oh, ich hätte auch sagen können, um der anderen Leute willen. Was bedeutet das? Sonst denken die Leute vielleicht, dass Sie sich nicht ganz frei und sicher fühlen, wenn es wirklich drauf ankommt. Hätte. Nein, bitte. Sollen Sie denken, was Sie wollen? Vorläufig. Ja, nicht wahr? Ich hab's aber Herrn Brack eben ganz deutlich angesehen. Ja, was denn? Er hat zynisch gelächelt, als er sah, was Sie für Angst hatten, da reinzugehen und mit Ihnen zu trinken. Ach. Und ich wollte hierbleiben und mich mit Ihnen unterhalten. Das war doch ganz normal, Hedda. Aber Brack konnte das nicht wissen. Ich hab genau gesehen, wie er Tessmann zugeblinzelt hat. Er hat Ihnen angemerkt, dass Sie sich nicht trauen, zu seiner kleinen Fete zu gehen. Nicht trauen? Ja, ich behaupte das nicht, aber er hat so verstanden. Tja. Dann soll er das doch. Sie gehen also nicht? Ich bleibe hier bei Ihnen und hier. Aber natürlich. Hedda, das kannst du dir doch denken. Felsenfest. Er hat Prinzipien. Siehst du, genau das habe ich dir auch gesagt, als du heute Morgen so panisch hier reinkamst. Hedda. Panisch? Hedda, bitte. Was ist denn? Du siehst es doch selber. Es gibt keinen Grund, hysterisch und ängstlich zu sein. Ach, kommt. Jetzt unterhalten wir uns über was anderes, was Lustiges. Hm? Frau Tessmann, würden Sie mir liebenswürdigerweise erklären, was das hier alles bedeutet? Oh Gott, Hedda, was hast du denn gesagt? Was hast du eigentlich vor? Also beruhigt euch. Dieser widerliche Richter guckt schon. Du warst hysterisch? Wegen mir? Hedda, das war gemein von dir. So sieht also dein Vertrauen aus. Mein guter Kamerad. Liebster Freund, bitte hör mir zu. Bitte. Ja. Ist gut, ja. Hedda, warum hast du das getan? Ich getan? Du bist wohl verrückt? Ist gut, Frau Tessmann, auch auf Sie. Danke für die Wahrheit. Auf die Wahrheit. Das genügt. Vergessen Sie die Fäden. Thea, sag mir die Wahrheit. Ja. Hat dein Mann gewusst, dass du mir nachgereist bist? Hast du das gesagt, dich mit ihm abgesprochen, herzukommen, mich zu beaufsichtigen? Vielleicht war es überhaupt sein Einfall. Braucht er mich wieder im Büro? Oder hat er mich beim Skat vermisst? Oh, Löfbock, Löfbock. Ja, dann trinken wir noch einen. Auf den Landrat. Also das genügt jetzt. Sie wollen doch Tessmann noch aus Ihrem Buch vorlesen. Das war idiotisch von mir. Verzeih mir bitte, Thea. Mein guter Kamerad. Du wirst sehen und sie werden es auch sehen. Ich bin zwar gefallen, ja, aber ich habe mich wieder aufgerichtet. Mit deiner Hilfe. Ja. Gott sei Dank. Nun, Frau Tessmann, wir müssen gehen. Ja. Ich auch. Herr Brack. Löfbock, bitte nicht. Sie haben mich glücklicherweise eingeladen. Sie kommen. Bin ich da? Freien. Du, ich wollte dir noch ein paar Sachen zeigen, bevor ich es in die Druckerei gebe. Das wäre sehr interessant, Eilert. Ja, Hedda, wie kommt denn Frau Elfstedt nach Hause? Ach, das wird sich schon finden. Frau Elfstedt? Oh, ich werde zurückkommen und Sie abholen, natürlich. So gegen 10, Frau Tessmann. Passt Ihnen das? Passt ausgezeichnet. Ja, dann ist ja alles in Ordnung.
Hedda, Liebling, mich darfst du aber nicht zu früh zurückerwarten. Bleib so lange, wie du willst, Liebling. Ja, Herr Löfbock. Ich werde dann hier auf Sie warten. Tun Sie das. Gnädige Frau. Also, meine Herren, auf zum fröhlichen Jagen. Ich hoffe, es wird sehr munter, wie eine gewisse schöne Dame immer sagt. Oh, schade, dass die schöne Dame nicht Mäuschen sein kann. Warum Mäuschen? Damit sie ihre Herrenwitze im Original genießen kann. Das möchte ich der schönen Dame aber nicht raten. Also, Hedda, sag mal. Wiedersehen, meine Damen. Kommen Sie, meine Herren. Gegen 10 also. Um 10 wird er kommen. Ich sehe ihn vor mir. Weinlaub im Haar, glühend und frei. Na, hoffentlich. Verstehst du nicht? Dann wird er wieder er selbst sein. Dann wird er frei sein für immer. Ich bete zu Gott, dass du recht hast. Genauso wird er kommen. Du kannst ja an ihm zweifeln, so viel wie du willst. Ich glaube an ihn. Und jetzt werden wir mal sehen, wer von uns beiden... Hast du etwas vor, Hedda? Ja, habe ich. Einmal in meinem Leben will ich Macht besitzen. Über das Schicksal eines anderen Menschen. Aber diese Macht hast du doch. Nein, die habe ich noch nie gehabt. Und über deinen Mann? Der. Großartig. Du verstehst überhaupt nicht, wie arm ich bin und du bist so reich. Thea, ich glaube, ich werde dir doch mal die Haare abbrennen. Hedda. Hedda, ich habe Angst vor dir. Gnädige Frau, der Tee ist im Speisezimmer serviert. Danke, wir kommen. Nein. Nein, nein. Ich gehe lieber allein nach Hause. Jetzt sofort. Thea, um 10 Uhr kommt Eilert Löfborg. Mit Weinlauf im Haar.